Wenn ein Baum in einem Wald fällt und niemand da ist, um ihn zu hören, macht er dann ein Geräusch? Die Antwort auf diese Frage mag dich in der heutigen Folge vielleicht überraschen. Und wenn nicht sogar verwirren. Und wenn jemand da ist, um es zu hören, wenn du der Meinung bist, dass dies offensichtlich ein Geräusch erzeugt, musst du vielleicht deine Meinung ein wenig ändern. Wissenschaftler haben ein neues Paradoxon in der Quantenmechanik gefunden. Ja, die Quantenmechanik, eine unserer beiden grundlegendsten wissenschaftlichen Theorien, zusammen mit Einsteins Relativitätstheorie. Die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse streuen Zweifel an einigen Grundsäulen über die physikalische Realität. Schauen wir uns zusammen drei Aussagen an, okay? Wenn jemand ein Ereignis beobachtet, ist es wirklich passiert. Es ist möglich, freie oder zumindest statistisch zufällige Entscheidungen zu treffen. Eine an einem Ort getroffene Entscheidung kann ein entferntes Ereignis nicht sofort beeinflussen. Physiker nennen es die Lokalität, an die selbst Physiker weiterhin festhalten. Die neuen Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass nicht alle wahr sein können oder dass die Quantenmechanik selbst auf einer bestimmten Ebene zusammenbrechen muss. Dies ist das bisher stärkste Ergebnis in einer langen Reihe von Entdeckungen in der Quantenmechanik, die unsere Vorstellung von der Realität auf den Kopf stellt. Um zu verstehen, warum es so wichtig ist, schauen wir uns die Geschichte an. Die Quantenmechanik beschreibt sehr gut das Verhalten winziger Objekte wie Atome oder Teilchen, Lichtteilchen oder Photonen genannt. Aber wie wir bereits wissen, ist dieses Verhalten einfach sehr seltsam. In vielen Fällen gibt die Quantentheorie keine eindeutigen Antworten auf die Frage, wo ist das Teilchen gerade? Stattdessen werden nur Wahrscheinlichkeiten dafür bereitgestellt, wo sich das Partikel möglicherweise befindet, wenn es beobachtet wird. Für Niels Bohr, einen der Begründer der Theorie vor einem Jahrhundert, liegt das nicht daran, dass uns Informationen fehlen, sondern daran, dass die physikalischen Eigenschaften, wie zum Beispiel Position, erst dann existiert, wenn sie gemessen wird. Und weil mehrere Eigenschaften eines Teilchens nicht gleichzeitig bestimmt werden können, wie Position und Geschwindigkeit, können sie nicht gleichzeitig real sein. Selbst Albert Einstein fand diese Idee unhaltbar. In einem Artikel von 1935 mit den Theoretikerkollegen Boris Podolsky und Nathan Rosen argumentierte er, dass die Realität mehr beinhalten muss, als die Quantenmechanik beschreiben könnte. Man betrachte ein paar entfernter Teilchen in einem speziellen Zustand, der als verschränkter Zustand bekannt ist. Wenn die gleiche Eigenschaft, zum Beispiel Position oder Geschwindigkeit, an beiden verschränkten Partikeln gemessen wird, ist das Ergebnis zufällig. Es besteht jedoch eine Korrelation zwischen den Ergebnissen der einzelnen Partikel. Zum Beispiel könnte ein Beobachter, der die Position des ersten Teilchens misst, das Ergebnis der Messung der Position des entfernten Teilchens perfekt vorhersagen, ohne es überhaupt zu berühren. Oder der Beobachter könnte stattdessen die Geschwindigkeit vorhersagen. Dies habe eine natürliche Erklärung, argumentieren sie, wenn beide Eigenschaften vor der Messung existieren. Dies ging entgegen Bohrs Interpretation. 1964 stellte der nordische Physiker John Bell jedoch fest, dass Einsteins Argument zusammengebrochen ist, wenn er eine komplizierte Kombination verschiedener Messungen an beiden Teilchen durchführte. Bell zeigte, dass, wenn die beiden Beobachter zufällig und unabhängig voneinander zwischen den Messungen der einen oder anderen Eigenschaft ihrer Teilchen wie Position oder Geschwindigkeit wählen, die Ergebnisse in keiner Theorie erklärt werden können, in der sowohl Position als auch Geschwindigkeit bereits vorhandene lokale Eigenschaften hätten. Das klingt unglaublich, aber Experimente haben jetzt schlüssig gezeigt, dass Bell-Korrelationen auftreten. Für viele Physiker ist dies ein Beweis dafür, dass Bohr recht hatte. Physikalische Eigenschaften existieren erst, wenn sie gemessen werden. Wir sprechen hier von der Bell'schen Ungleichung. Lass uns das mal kurz zusammenfassen, weil dies doch ein wenig verwirrend sein mag. Albert Einstein, Boris Podolsky und Nathan Rosen hatten gezeigt, dass der lokalrealistische Standpunkt der klassischen Physik dazu zwingt, den Teilchen individuelle Eigenschaften zuzuschreiben, die ihr unterschiedliches Verhalten bei Messungen steuern und damit den quantenmechanischen Zufall vortäuschen. Andernfalls sei die Quantentheorie unvollständig. Bell zeigte jedoch, dass bei bestimmten Experimenten an verschränkten Teilchenpaaren die Messergebnisse stets eine Ungleichung erfüllen müssten. Die Quantentheorie sage aber in bestimmten Fällen die Verletzung der Ungleichung voraus. Was 1964 bei Bell ein Gedankenexperiment war, wurde 1972 durch echte Experimente zuerst von Stuart Friedman und John Clauser bestätigt.
Zugleich mit Einsteins Konzept der individuellen Teilcheneigenschaft gilt seitdem auch sein Ausgangspunkt, der lokale Realismus, als widerlegt. Mindestens eines der beiden Prinzipien von Lokalität und Realismus muss man aufgeben. Und das wirft aber die entscheidende Frage auf: Was ist das Besondere an einer Messung? 1961 entwickelte der theoretische Physiker Eugene Wigner ein Gedankenexperiment, um zu zeigen, was an der Idee der Messung so schwierig ist. Er betrachtete eine Situation, in der sein Freund in ein dicht verschlossenes Labor geht und eine Messung an einem Quantenteilchen durchführt, beispielsweise an seiner Position. Wigner bemerkte jedoch, dass das Ergebnis ganz anders war, wenn er die Gleichung der Quantenmechanik anwendete, um diese Situation von außen zu beschreiben. Anstatt dass die Messung des Freundes die Position des Partikels real macht, verschränkt sich der Freund aus Wigners Sicht mit dem Partikel und infiziert sich mit der Unsicherheit, die es umgibt. Dies ähnelt Schrödingers berühmter Katze, die wir bereits in einem anderen Video behandelt haben. Für Wigner war dies eine absurde Schlussfolgerung. Stattdessen glaubte er, dass, sobald das Bewusstsein eines Beobachters involviert ist, die Verschränkung zusammenbrechen würde, um die Beobachtung des Freundes eindeutig zu machen. Aber was ist, wenn Wigner falsch lag? In dem durchgeführten Experiment haben Forscher auf einer erweiterten Version des Freund-Paradoxons von Wigner aufgebaut. In dem Szenario gibt es zwei Physiker, nennen wir sie Alice und Bob, mit jeweils eigenen Freunden, Charlie und Debbie, in zwei verschlossenen Laboren. Charlie und Debbie messen jetzt ein paar verschränkter Teilchen, wie in den Bell-Experimenten. Wie in Wigners Argumentation sagen uns die Gleichung der Quantenmechanik, dass Charlie und Debbie sich mit ihren beobachtenden Teilchen verschränken sollten. Aber weil diese Teilchen bereits miteinander verschränkt waren, sollten Charlie und Debbie selbst miteinander verschränken. Okay, das Experiment sieht so aus. Die Freunde betreten ihre Labore und messen ihre Teilchen. Einige Zeit später werfen Alice und Bob jeweils eine Münze. Wenn es Kopf ist, öffnen sie die Tür und fragen ihre Freunde, was sie gesehen haben. Wenn es Zahl ist, führen sie andere Messungen durch. Diese unterschiedlichen Messungen ergibt für Alice immer ein positives Ergebnis, wenn Charlie auf die von Wigner berechnete Weise mit seinen beobachteten Teilchen verschränkt ist, ebenso für Bob und Debbie. Bei jeder Realisierung dieser Messung wird jedoch die Aufzeichnung der Beobachtung ihrer Freunde im Labor daran gehindert, die Außenwelt zu erreichen. Charlie und Debbie werden sich nicht erinnern, irgendwas im Labor gesehen zu haben, als ob sie aus einer Fallnarkose aufgewacht wären. Wenn die drei Ideen am Anfang des Videos richtig sind, sei jeder Freund ein echtes und einzigartiges Ergebnis für seine Messung im Labor, unabhängig davon, ob Alice oder Bob später beschlossen, ihre Tür zu öffnen oder nicht. Was Alice und Charlie sehen, sollte auch nicht davon abhängen, wie Bobs Münze landet und umgekehrt. Das Experiment hat gezeigt, dass in diesem Fall die Korrelation, die Alice und Bob zwischen ihren Ergebnissen erwarten können, begrenzt ist. Es hat auch gezeigt, dass die Quantenmechanik voraussagt, dass Alice und Bob Korrelationen sehen werden, die über diese Grenzen hinausgehen. Als nächstes wurde ein Experiment durchgeführt, um die quantenmechanischen Vorhersagen unter Verwendung von Paaren verschränkter Photonen zu bestätigen. Die Rolle der Messung jedes Freundes wurde durch einen von zwei Faden ersetzt, die jedes Photon im Experiment einnehmen kann, abhängig von einer Eigenschaft des Photons, die als Polarisation bezeichnet wird. Das heißt, der Faden misst die Polarisation. Das Experiment ist nur ein Beweis des Prinzips, da die Freunde sehr klein und einfach sind. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die gleichen Ergebnisse bei komplexeren Beobachtern gelten würden. Wir werden dieses Experiment möglicherweise nie mit echten Menschen durchführen können. Wir argumentieren jedoch, dass es eines Tages möglich sein könnte, eine schlüssige Demonstration zu erstellen, wenn der Freund eine künstliche Intelligenz auf menschlicher Ebene ist, die in einem massiven Quantencomputer ausgeführt wird. Obwohl ein abschließender Test Jahrzehnte entfernt sein kann, hat dies, wenn die quantenmechanischen Vorhersagen weiterhin gelten, starke Auswirkungen auf unser Verständnis der Realität, noch mehr als die Bell-Korrelation. Zu einem können die Korrelationen, die wir entdeckt haben, nicht einfach dadurch erklärt werden, dass physikalische Eigenschaften erst existieren, wenn sie gemessen werden. Nun wird die absolute Realität der Messergebnisse selbst in Frage gestellt. Die Ergebnisse zwingen die Physiker, sich direkt mit dem Messeproblem zu befassen. Entweder skaliert das Experiment nicht oder die Quantenmechanik weicht einer sogenannten objektiven Zusammenbruchtheorie. Oder einer unserer drei Annahmen des gesunden Menschenverstandes muss zurückgewiesen werden. Es gibt Theorien wie die de Broglie-Bohm-Theorie,
die die Fernwirkung postulieren, in der Handlungen an einer anderen Stelle im Universum unmittelbar Auswirkungen haben könnten. Dies steht jedoch im direkten Widerspruch zu Einsteins Relativitätstheorie. Einige suchen nach einer Theorie, die die Wahlfreiheit ablehnt, aber entweder eine Rückwärtskausalität oder scheinbar eine verschwörerische Form des Fatalismus erfordert, die als Superdeterminismus bezeichnet wird. Eine andere Möglichkeit, den Konflikt zu lösen, könnte darin bestehen, Einsteins Theorie noch relativer zu machen. Für Einstein konnten sich verschiedene Beobachter nicht darüber einig sein, wann und wo etwas passiert. Aber was passiert, war eine absolute Tatsache. Einigen Interpretationen wie der relationalen Quantenmechanik, dem Kubismus oder der Viele-Welten-Interpretation können Ergebnisse selbst jedoch nur relativ zu einem oder mehreren Beobachtern auftreten. Ein umgestürzter Baum, den man beobachtet, ist möglicherweise nicht für alle anderen eine Tatsache. All dies bedeutet nicht, dass du deine eigene Realität wählen kannst. Erstens kannst du auswählen, welche Fragen du stellen kannst, aber die Antworten werden dir von der Welt gegeben. Und selbst in einer relationalen Welt, in der zwei Beobachter kommunizieren, sind ihre Realitäten verschränkt. Auf diese Weise kann eine gemeinsame Realität entstehen. Das heißt, wenn wir beide den gleichen Baum fallen sehen und du sagst, dass du ihn nicht hören kannst, brauchst du vielleicht ein Hörgerät. Superdeterminismus und viele weitere Theorien, alles Themen, die wir in der Zukunft behandeln werden. Wir werden gemeinsam der Realität auf den Zahn fühlen. Wenn ihr also keine weiteren Videos verpassen möchtet, abonniert die Entropy. Bis dahin möchte ich mich allerdings fürs Zuschauen bedanken und wie immer erwähnen, dass ihr gern unserer Community auf Discord gern beitreten könnt. Zudem sind alle relevanten Quellen und Social Media Links unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, ich sehe euch alle in der nächsten Episode von Entropy.